und sich danach hinstellen und sagen, ja, ich bin jetzt kaputt, weil da kein Trainer war. Ich habe doch 1999. Alter, der gehört sich aus dem Leben geklatscht, sowas. So, willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Ich sitze hier auf der Couch mit Martin, dem Eisensunny. Hallo. Und was wir heute machen werden, ist quasi eine Premiere. Also ich werde zum ersten Mal auf ein Video reagieren. Wir haben Raoul schon mal sowas Ähnliches gemacht. Raoul sitzt hier hinterm Mischpult. Das wird sofort geschnitten und gleich irgendwie geht es nach oben. Wir versuchen hier ein paar neue Sachen. Wir haben ja schon mal die deutsche Meisterschaft kommentiert. Das war wie so eine Analyse. Aber dieses Mal reagieren wir auf ein Video, wie gefährlich ist falsches Training von STRG-F. Ich bin sehr aufgeregt, Martin. Das ist mein erstes, weil ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe Ausschnitte gesehen und ich weiß, dass sich die Kraftsportwelt darüber ein bisschen das Maul zerreißt, weil sie sich beschweren, warum irgendwie werden Sachen falsch erörtert oder aufgezeigt. Du hast es schon gesehen, oder? Ich habe nicht ganz mit voller Aufmerksamkeit. Ich habe es gestern beim Rasieren laufen lassen und kurz vorm ins Bett gehen, so im Halbschlaf. Ich denke, wenn wir es jetzt noch mal ein bisschen wacher gucken, fällt mir vielleicht auch noch das eine oder andere auf. Ich bin gespannt, um was es geht. Ist es irgendwie von öffentlich-rechtlichen irgendwie? Ist das ein Channel, irgendwas? Ja. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ich mache 10 Jahre schon Kraftsport. Ich bin gespannt, was da kommt. Und natürlich werden wir das seriös kommentieren. Und wir sagen aber schon jetzt am Anfang an, dass das eine Satire wird, oder? Es kommt halt drauf an, was die Leute von uns... Ich bin natürlich sowieso der seriöseste YouTuber überhaupt und mache nie lustige Sachen. Deswegen, ja. Wir schauen einfach mal und lassen einfach mal die Sachen auf uns wirken, was gesprochen wird und wie und was. Wir beginnen. So, ich drücke jetzt, muss aufpassen, die Technik. Play. Let's start. So wollen viele von uns gerne aussehen. Leider enden manche dabei so. Das ist so eine klassische verschlissene Wirbelsäule. Und das liegt daran, dass der halt mit ganz, ganz frühen Jahren schon eigentlich mit viel zu viel Gewicht trainiert hat. Wie viel Prozent würden Sie sagen, junger Mensch im Training erfahrt? Also bestimmt, also mindestens die Hälfte. In ein Studio zu gehen, ohne dass man weiß, was man tut, ist sogar gefährlich. Das würde ich unterschreiben. Also es gibt viele Leute, sehe ich ja auch jetzt, wenn ich mal in ein kommerzielles Studio gehe, trainieren viele falsch. Ja, also das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben, was der Ralf Möller da gesagt hat. Ich war auch mal eine Zeit lang in einer großen Kette Mitglied. Ich sage jetzt nicht welche, weil ich war immer viel unterwegs und dachte, ist ganz gut, gibt es in jeder Stadt, gehst du mal hin. Aber es ist schon echt grottig, ne? Wenn man sich selber nicht auskennt. Ich bin ja da ein bisschen ab vom Schuss, sage ich jetzt mal, weil ich ja sehr früh angefangen habe mit einem eigenen Gym. Aber wenn ich mal irgendwo bin und sehe mal, wie jetzt gewisse Leute Kniebeuge machen, Kreuzheben oder so, da muss man schon sagen, ouch, da könnte man Abhilfe leisten in Form von Technik und Abläufe und alles. Aber das hört sich wieder schon sehr dramatisiert an. Man sieht an der Wirbelsäule, dass derjenige in zu jungen Jahren zu viel Gewicht bewegt hat. Thema Bandscheibe ist sowieso, mir wurde auch mal ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Das kenne ich. Na? Und da war ich bei einem anderen Arzt, der mich einfach eingerenkt hat, der hat gesagt, du hattest eine ISG-Blockade. Ja, wird auch gern verwechselt. So, und dann heißt es ja, Herr Kolos, Sie müssen sich operieren lassen an der Bandscheibe. Und der eine Arzt richtet es und mir geht es prächtig danach. Oder jetzt, ich habe noch nie was am Rücken gehabt an der Bandscheibe, zum Glück. Jetzt auch nach 10 Jahren Kraftsport habe ich nichts an der Bandscheibe gehabt. Deswegen geht es hier schon, schauen wir mal weiter, was so, Play. Ich wurde damals selbst angesprochen, ob ich bei denen als Trainer arbeiten will. Da war noch kein Trainer. Wie gefährlich ist falsches Krafttraining? Das erörtern wir jetzt. Seit 5 Jahren mache ich Krafttraining im Fitnessstudio. Dieser Sport macht mir Spaß und mein Körper hat sich inzwischen an die großen Gewichte gewöhnt. Die Abläufe der Übungen laufen automatisch. Doch, was, wenn sich ein Also da muss man sagen, ich kenne jetzt die Scheiben nicht, 15er, 20er. Das ist eine gute Frage. Also wenn das, wenn das 20er sind, ist das schon ordentlich. Ja, dann wäre... Negatives Bankdrücken.
Wäre aber 140 Kilo plus so rum, wenn es 20er sind. Mehr, wenn es 20er sind. Und sogar sind, mehr. Bist du knapp bei 210. Aber also wenn, dann müsste das eine 15er sein, dann hast du 210. Das gebe ich ihm jetzt nicht. Ich auch nicht. Er hat gesagt 5 Jahre Kraftsport. Na? Er macht 5 Jahre Krafttraining. Er ist schweres Gewicht gewohnt, hat er doch gerade gesagt. Hat er gerade gesagt, ja. Dein Fehler dabei einschleicht. Vor einiger Zeit ist mir das passiert. Das ist jetzt sehr lustig. Das bei dir im Gym, gell? Offensichtlich. Das ist ja... Fehlt nur noch, dass der Marcel irgendwie hinten die Treppe runterkommt oder so. Das ist ja. Der Jule. Liebe Grüße, Jule. Schön. Liebe Grüße auch von mir. Ein aufstrebendes neues Talent in der deutschen Strongman-Szene. So sieht's aus. Was hat er jetzt mit dem Jule? Oder meint er nur... Und zwar bei dieser Übung. Das ist einfach nur... Eine richtige Übung im Kraftsport. Und sieht gut aus, dachte ich damals. Doch dann hatte ich Schmerzen und musste zu meinem Onkel Rashid. Er ist Physiotherapeut. Mir geht es zu schnell. Doch dann hatte ich Schmerzen und dann musste ich zu meinem Onkel Rashid. Was ist passiert? Ist es während im Training passiert? Ist es irgendwie daheim passiert? Hat er sich verlegen? Hat er das Auto zu hart tiefer gelegt und ist über eine Bodenwelle gefahren? Was ist passiert? Man kann jetzt sagen, okay, wie gefährlich ist falsches Training? Und dann einfach sagen, okay, ich habe Kreuzheben gemacht, dann hat es wehgetan und bin ich zu Onkel Rashid. Es wird natürlich dann gern auf die Übung, die du an dem Tag oder in der Woche gemacht hast, geschoben und hast vielleicht was viel Gefährlicheres gemacht. Mir ist zum Beispiel selber so gegangen im letzten Winter, ich bin beim Spazierengehen im Wald in ein 30 cm tiefes Loch getreten und habe mir dabei den langen Rückenstrecker gezerrt. Nicht beim Training, sondern bei so einer Alltagsbewegung. Ja? Bei maximalen Deadlifts ist mir eigentlich noch nie was passiert, außer Muskelkater. Er sagt, es ist beim Kreuzheben passiert. Das Problem ist einfach, es kann einfach in der Vergangenheit Haltungsschäden oder, verstehst du, das ist irgendwas. Ist ein riesen Cocktail und es könnte vielleicht beim Kreuzheben passiert sein, aber der Grund, warum es passiert ist, das können so viele unterschiedliche Gründe sein. Das ist ja auch das Problem. Du gehst mit Rückenschmerzen zum Arzt, haben wir ja alle schon mal hinter uns, ne? Ich selber auch, und sag, ich mache den und den Sport. Und der Arzt sagt, ja, dann hören Sie damit auf, dann haben Sie keine Rückenschmerzen mehr. Es wird sich halt auch oft gerne sehr einfach gemacht, ohne die Hintergründe überhaupt zu kennen. Ja. Ne? Jetzt gucken wir mal weiter. Ja. Ich finde, es ist zu einfach, so oberflächlich gesagt, ich habe das gemacht, ich habe Schmerzen und jetzt ist er beim Onkel. Und er hat mich gerettet. Wovor hat er ihn gerettet? Er hat gezeigt, was ich falsch gemacht hatte. So wie er sich bewegt, bewegt sich keiner, der 5 Jahre Kraftsport macht. Er sieht, er hat gar nicht den Körperschwerpunkt. Ne? So richtig. Die Frage ist, hat er in 5 Jahren überhaupt das Kreuzheben trainiert? Oder hat er es dann einfach so nach 4,5 Jahre Training und einfach sagen, okay, ich mache das jetzt? Und dann, ja. Martin, ich reg mich auf. Tatsache, Suleiman, damals habe ich dir gesagt, das ist sehr, sag ich so, empfindliche, sehr gefährliche Übung. Der Unterschied ist, die Leute machen so. Es ist eine empfindliche und gefährliche Übung. Was ist denn empfindlich und gefährlich gleichzeitig? Das ist schon mal von der Formulierung her sehr merkwürdig. Also, ne? Seit Anbeginn an bückt sich der Mensch um alles, um es aufzuheben vom Boden. Seitdem er aufrecht geht. Ne? So. Und diese grundlegende Bewegung soll jetzt empfindlich und gefährlich sein. Ja. Ich kann es verstehen und ich sehe es auch in Fitnessstudios, wie Leute einfach eine Hantel anheben, aus einem Nichtwissen heraus, wie man den Körper bedient. Weil es ist ja eine komplexe Übung. Ne? Beine müssen arbeiten, das Gesäß, der Rücken, der Bauch muss alles arbeiten. Aber ich würde es nicht als gefährlich sehen. Nein, überhaupt nicht. Ich kann mich ja selber mal als Beispiel da einbringen, ne? Als nicht mehr ganz so junger Sportler mit knapp 50. Ich bin ja auch schon seit 30 Jahren im Studio unterwegs und mache jetzt seit 2 Jahren Strongman, seitdem wir uns kennen. Mhm.
und habe auch eigentlich nie wirklich schwere Deadlifts gemacht und habe jetzt vor 2 Jahren erst damit angefangen und ich habe eine ziemlich kaputte Wirbelsäule von Geburt an. Und nur weil ich mein Leben lang trainiere, bin ich jetzt noch so fit, möchte ich sagen. Das bestätigt mir auch mein jetziger Orthopäde, endlich mal jemand, der Ahnung hat, der ist selber Sportarzt, war Leistungshandballer früher und ja. Ne? Ich finde, bis jetzt empfinde ich diese, wie viele Minuten haben wir denn jetzt von der Doku? Minute 27. Wir regen uns schon auf und wir haben noch keine 2 Minuten. Es geht mir zu schnell, es ist mir so flach, es geht nicht ins Detail, warum hat er das jetzt? Ja. Und ich frage mich echt, was will mir diese Doku sagen? Ich bin echt gespannt in den nächsten Minuten, was will mir die Doku sagen? Lass die Finger vom Kraftsport. Such dir jemanden aus, der irgendwie Ahnung hat oder sonst was. Was ist die Kernaussage? Das frage ich mich gerade. So, er sagt jetzt wahrscheinlich, jetzt kommt wahrscheinlich dieses Ding, bitte nicht den Rücken durchdrücken und ein Chor. Hohlkreuz. Ja, Hohlkreuz. Also dabei, das heißt, Bauchmuskel ist jetzt nicht angespannt. Hier ist locker, ne, ist locker. Nur hinten, ja. Richtig, das Becken einfach kippen, beziehungsweise Bauchmuskel anspannen. Ein bisschen zu. Da muss ich sagen, das war ja okay. Sagt er richtig. Das sagt er richtig. Das ist ja der Mythos auch beim Squatten, dass man den Rücken überstreckt. Dann ist der Rückenstrecker voll unter Spannung und der Bauch ist locker. Und viele denken, ja, wenn es um den Rücken geht, geht es um die Rückenmuskulatur. Nein, die Bauchmuskulatur, die vordere und die seitliche, die heben deinen Rumpf ja mit. Und wenn der Rücken bei gewissen Leuten so übergespannt ist und so verspannt ist, dass er so hart ist, dann müsste man die Bauchmuskeln ein bisschen auftrainieren, damit die Bauchmuskeln die Arbeit vom Rücken übernehmen und abnehmen, dass sich der Rücken mal wieder entspannen kann, quasi ein Gleichgewicht schaffen. Richtig, da müsste der Agonist und der Antagonist richtig schön zusammenarbeiten. Genau, ne? Genau, und das erklärt er jetzt da ihm wahrscheinlich. So viel Hohlkreuz und fast hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Fast hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Ja, das ist jetzt so eine Sache, wo ich mich als auch ehemaliger Physiotherapeut, Masseur und medizinischer Bademeister ein bisschen drüber aufregen muss, weil fast hatte ich einen. Du kannst einen Bandscheibenvorfall nicht fast haben. Entweder hast du einen oder du hast keinen. Es gibt ja die Vorwölbung. Es gibt diese Vorwölbung und Vorwölbungen sind im Allgemeinen immer wieder durch Training, durch Entspannung rückgängig zu machen. Der echte Bandscheibenvorfall, wo wirklich der Kern der Zwischenwirbelscheibe austritt, das ist, sind noch keine 10% von den Aber die Frage, ne? die Frage, schau mal, wie er da über die Liege sich ahlt. Hat er das jetzt gerade oder ist das jetzt irgendwie? Ich vermute, die haben das jetzt mal für den Bericht dargestellt, was er vor x Wochen, Monaten mal hatte, um das da jetzt nochmal zu diskutieren, würde ich sagen. Ein fast Bandscheibenvorfall. Ja, das würde ich medizinisch als Unsinn bezeichnen. Ne? Entweder man hat einen oder man hat keinen. Er hatte Rückenschmerzen aus irgendeinem Grund. Ich habe schon mit vielen Leuten auch aus dem Strongman-Bereich, national, international, alles. Die ISG-Blockade wird sehr oft als Bandscheibenvorfall deklariert. Du kannst es sowieso nur wirklich diagnostizieren mit dem MRT. Ja. Und wie viele MRTs werden gemacht? Von den Leuten, wo es heißt, sie hätten einen, wenn vielleicht von 10%. Der Hexenschuss, habe ich das Gefühl, ist ganz oft eine ISG-Blockade, weil wenn man fragt, ist es einseitig, beidseitig oder so, ne? Dann es strahlt immer auf irgendeine Seite, strahlt es aus und dann sagt man, ja, ich habe einen Hexenschuss, ne? Weil die Leute sich von der Anatomie auch nicht so viel befassen mit Sakrum und alles hier und weiter geht's. Richtig. Und was war genau mein Problem? Das Problem war bei dir, die Facettengelenke waren überbelastet. Onkel Rashid sagt mir, er habe viele Patientinnen wie mich, Leute, die im Fitnessstudio falsch trainieren. Denn alle wollen heute geil oder gesund und fit aussehen. Wie sieht man geil aus? Sehe ich geil aus? Martin. Ich würde sagen ja, aber das ist jetzt natürlich auch wieder Auffassungssache. Sie wollen alle geil, fit und was hat er gesagt? Geil, fit und? Geil, fit und gesund? Ja. Wieso nennt er das Wort nicht stark? Wieso diese Optik und? Ja. Das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben. Leute performt und. Aber so ist die ganze. Es wird ein Auto mit AMG-Paket gekauft.
der Motor ist egal. Hauptsache es steht AMG drauf. Sieht gut aus. Ja. Und genauso, man soll doch performen. Der Körper ist doch da, um Leistung zu bringen, um zu wachsen, neue Ziele. Und nee, einfach nur geil, fit und aussehen vor allem. Ja. Jeder kann das schaffen. So versprechend ist fette Werbeclips. Heute geht es um das, was wir eigentlich alle haben wollen. Genau wie ich. Sixpack. Echte Geschichten werden mit Schweiß geschrieben. Kapitel für Kapitel. Tropfen für Tropfen. Erheb dich. Werde stark. Oh, was war denn das für ein... Das ist mir jetzt beim ersten Gucken schon gar nicht aufgefallen mit dem Stone. Für ein Stone to Shoulder hier, das war ja mal richtig fürstlich hier. Treffe ich's? Oh, wahrscheinlich nicht. Hinter dem Mädel, oder? Das jetzt war Bankdrücken. Ich kann technisch richtig. Also ein bisschen überdimensioniert, würde ich sagen. Ha? Raul, so einen Clip müssen wir machen. Fuck. Jo, der sieht schwer aus. Endlich. Werde stark. Stärker. Und so haben die Studios seit Jahren immer mehr Mitglieder. Nur während Corona gingen die Zahlen leicht zurück. Über 9 Millionen Menschen trainieren in Fitnessstudios. Mehr als im größten Sportverband Deutschlands, dem Deutschen Fußballbund. Weil ich mich selbst beim Training verletzt habe, fällt mir auch bei anderen auf, wenn sie falsch oder ungesund trainieren. Und weil mich das schon seit Jahren beschäftigt, wollte ich für diesen Film wissen, wie groß und bekannt ist das Problem. Tja. Was bedeutet falsch trainieren? Jetzt müssten wir hier den Markus Rühlsitze haben, der wird uns genau erklären, dass es das nicht gibt, weil jeder Körper ist anders, nicht wahr, Dennis? Du wirst mir da beipflichten, ne? Der kann, der 1,90 Meter Mensch, der 60 Kilo wiegt, hat andere Hebel, schau mal, wie du zum Beispiel. Schau mal, ne? wenn wir eine Atlas-Stone heben, dann sagen viele, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Runder Rücken. Runder Rücken. Natürlich, wenn ich jetzt hingehe und ich kann eine 100 Kilo Kugel heben, und gehe hin und gerne 120 oder 130 Kilo Kugel und wirtschafte daran rum und versuche auf Biegen und Brechen das Ding hochzuheben, da ist ja jegliche Vernunft nicht mehr vorhanden. Das ist ja Grenzbereich. So, ne? Das ist dann, ne, das ist schon weiter über Grenzbereich. Ja, ja. Ich kann mich auch, was weiß ich was, unter den 300 Kilo Squat stellen, lass mir die Stance wegziehen und breche dann einfach nur zusammen. Eine falsche Bewegung, schön und gut, aber eine falsche Bewegung mit zu viel Gewicht. Ist noch schlimmer. Das ist ja das, was ich auch viel ankreide. Leute gehen ins Gym und knallen sofort schwere Gewichte, obwohl sie die Bewegung noch nicht beherrschen. Und jetzt ist die Frage, meint er das zu schwere trainieren? Ich vermute mal. Das wäre ja eine Aussage, wo ich auch mitgeben könnte. Ich meine, gerade bei den Big Three Übungen, sage ich jetzt mal, oder bei den Big Four, wenn man das Oberkopfdrücken noch dazu nehmen, du musst die Bewegung ja erst wirklich mal einschleifen. Lernen. Ne? Lernen. Wie beim Gewichtheben, die machen erst mal 3-4 Jahre nur die leere Stange. Und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und sage, der Typ sieht nicht aus, als würde er Kniebeugen machen. Und er sieht nicht aus, als würde er regelmäßig Kreuzheben machen. Nicht unbedingt. Ne? Und er sagt, 5 Jahre und der Körper passt, die Gewichte, er hat sich an die Gewichte gewöhnt. So, es ist komisch. Ich treffe eine Trainerin, die den Fitnesssport liebt. Sehr cool. Ja, total gerne. Ja. Hi, du bist Nadja. Sehr cool. Ich komm gerne mit. Benita, früher hat sie mal bei einem großen Studio gearbeitet. Doch da konnte sie nicht wirklich für ihre Kunden da sein, erzählt sie mir. Nun ist die Personaltrainerin auch in ihrem eigenen Dennis, bitte nicht eskalieren, ne? Aber jetzt sage ich euch mal, jeder, der in seinem Leben schon mal Kreuzheben gemacht hat, sollte wissen, dass eine Handbreit weg vom Schienbein die Hantel in der absolut falschen auch Position ist.
wenn wir jetzt hier sehen, also wenn da Gewicht dran wäre, wäre sie wahrscheinlich nach vorne umgefallen. Gibst du mir da recht? Ja. Das ist also weit weg vom Körperschwerpunkt. Ja, der eine Fuß steht auch auf dieser Gummimatte und der andere nicht. Das sind halt dann auch so Sachen, wo dann heißt, jetzt heißt es, ja, ihr Strongman, ihr steht ja auch auf einem Acker und hebt Sachen. Richtig, aber wo man es kann, da macht man es halt richtig. Beim Training selbst. Kann halt sein, dass es jetzt, die haben dann einen Videodreh gemacht, die Kleine ist aufgeregt, dann schlampert sie da ein bisschen an der Technik, die Hantel ist nicht am Bein, das sind ja fast schon 10 Zentimeter, wird der Hebel, der Rücken ist gerade, ist alles schön und gut. Was die da machen, aufrechtes Ruder. Ist Martin, das ist nicht das Beste, was die hier machen. Aber ich frage mich, was wollen die mir zeigen? Was wollen die mir sagen? Was will diese Doku? Es sind ja nicht nur wir dieser Gesellschaft, das sind ja auch junge Menschen, die gesagt haben oder die gucken ein Video von Kohlroos oder von sonst irgendjemanden und sagen, Mensch, ich möchte jetzt trainieren gehen, ich möchte auch stark werden. Und was soll dieses Video diesen Menschen jetzt sagen? Lass das? Da bin ich auch noch nicht wirklich dahinter gestiegen. Oder ich frage mich, was hat das Video für eine Kernaussage? Was will das den jungen Menschen sagen? Oder wollen sie sagen, pass auf, such dir ein anständiges Studio, wo Leute sich um dich kümmern, die dann auf dich aufpassen und die dir alles von Grund auf beibringen. Was ja gut wäre. Was ja sollte gut, man. Was ja gut wäre. Es sei mal dahingestellt, wie das alles so, oh my goodness. You pushed the wrong button. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt muss der Raul mir helfen. Einfach ins Blaue. Oh, ah, you push the right button. So. Eigenen kleinen Studio. Das finde ich cool mit dem Studio. Das ist schön. In meinem Studio wirklich auch sehr, sehr junge Leute, die da wirklich mit 15, 16 anfangen zu trainieren, keinerlei Vorerfahrung haben und einfach machen, wie sie denken. Genau. Oder sich vielleicht von TikTok irgendwelche Tipps holen. Hm. Dort sind teilweise auch wirklich tolle Tipps. Tolle Menschen, die dort wirklich gute Tipps geben, aber meiner Meinung nach ist das nicht ausreichend. Und demnach passieren auf kurz oder lang, denke ich, schon eher Verletzungen. Da hat sie recht. Da hat sie auf jeden Fall recht. Da bin ich voll dabei. Klar, Internet, jeder hat Zugang zum Internet und jeder schmeißt da quasi Wissen ins World Wide Web und jeder kann das konsumieren. Und ich kann einfach verstehen, ich habe auch mit jungen Leuten zu tun, die sagen, hey, ich weiß nicht mehr, wie das jetzt richtig geht. Durchstrecken, gerade lassen, links rum, rechts rum. Ich bin einfach von dieser Informationsflut, bin ich so, wo wir dann schon sagen, jetzt mach nicht so, heb das Ding einfach mal hoch. Weil, wie vorhin gesagt hat, dieser Physiotherapeut, das ist eine gefährliche und komplexe Bewegung, das Runterbücken und etwas aufheben. Nein, das machen wir seit Urzeiten an. Das ist nicht komplex und das ist einfach, die Gesellschaft zerlegt sich mit so vielen Theorien und zerkauen und wie habe ich vorhin gesagt, zerdenken es alles. Es wird zerdacht, richtig. Genau, und dann weiß ein junger Mensch überhaupt nicht mehr, okay, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und dann geht er ins Studio, kann ich mir hundertprozentig vorstellen, dass er in ein Studio geht und dann steht er da an der Hantel und sagt sich, okay, das muss ich beachten, dies, das, jenes, durchstrecken, gerade lassen, hier und da. Dass er was falsch macht. Durch diesen ganzen Input und diesen Konsum von diesem ganzen Social-Media-Zeug kann es durchaus passieren, dass sich jemand in eine falsche Technik begibt, weil er irgendwo irgendeinen Shit gesehen hat. Und das ist auch so eine Sache. Wie viel Prozent denkst du, junge Menschen trainieren falsch? Ich würde schon sagen, von den 10 Leuten sind es dann schon so 7, die schon viel falsch machen. Das ist viel. Würdest du das unterschreiben? Oh. Ich sag jetzt mal, ich bin jetzt, seitdem ich mein Homegym habe, nicht mehr oft in meinem Stammstudio, kleines familiengeführtes Studio. Da muss ich sagen, die jungen Leute, die ich von da kenne, sind immer super vom Studiobesitzer angeleitet worden. Und er kommt auch und kloppt den auf die Finger und sagt, hier, nimm 10 Kilo runter oder 20, mach die Übung scheit. Aber in diesen Ketten, ne, war das schon auch so, dass die Leute sich da teilweise umbringen und flexen darum und machen mit ihren Kumpels irgendwelche merkwürdigen Übungen. Also ich sag mal 200 Kilo auf die Hantel und dann die Kniebeugen machen und du die hast... Martin, die Ansätze sind ja auch komplett falsch. Ich habe ja mal, wenn ich jetzt aushole, habe ich mal gesagt, diese Gesellschaft heutzutage. Früher hat ein Zahnarzt, ein Rechtsanwalt,
geschafft, sein Leben lang gespart und der war dann in der Nachbarschaft, der die S-Klasse gefahren hat. Da haben mir Kinder gesagt, boah, du musst was machen. Boah, oder ein Porsche, wenn man mal früher einen Porsche gesehen hat. Ja. So. Und heutzutage kommen so junge Seicher daher und hole sich, das habe ich ja letztens erfahren, die holen sich zu sechst, die leasen sich zu sechst ein Auto. Jeder bezuschusst da 200 Euro im Monat, dass sie sich einen dicken Bock holen und dann leihen sie den sich untereinander aus und fahren dann vor der Disse vor. Und dann wird geflext. Ja. Was ich damit sagen will ist, früher gab es das nicht. Früher haben Menschen gespart, um dieses Auto zu fahren, haben es gepflegt und gehegt, waren stolz drauf. Und heute kriegt man alles ziemlich schnell. Das neueste Handy, du machst einfach irgendwie Ratenzahlung, bumm, hast es in der Hosentasche. Auto ja, genauso. Auto Boom, genau. Hast du das. Nur eins hast du nicht. Und es ist da. Und das ist Power. Das ist Kraft. Das ist ein Körper, der gesund, nachhaltig, stark ist. Das kriegst du nicht. So, per Ratenzahlung. Und habe ich sofort da. Du musst dein Leben dafür opfern. Das muss zu deinem Lifestyle werden, stark zu sein, zu trainieren. Und das braucht Zeit und das haben die jungen Leute heute nicht mehr, weil es ihnen von der Wirtschaft und alles vorgelebt wird. Ja. Du hast alles sofort und gleich. So, und dann kommt so ein junger Kerl ins Studio, wie auch bei mir, manche sagen, du Dennis, wie werde ich so stark wie du? Da kriegt man das in 2 Jahren hin. Gar nicht, weil das Mindset fehlt. Es muss alles reifen und das verstehen viele junge Leute in unserer Gesellschaft nicht, genauso wie er in der Doku. Hätte er es verstanden von Anfang an, hätte er sich richtige Leute gesucht, hätte sich für die richtigen interessiert und nicht irgendwelche sagen, hier, ich würde mich nie hinstellen in so eine Doku und würde sagen, ja, ich habe die McFit-Clips gesehen, du wirst richtig fit, geil und krass. Sowas würde mich doch nie triggern, wenn ich ein ordentliches Mindset habe. Ich würde gucken, okay, Kraftsport, okay, Bodybuilding, wer sind da die Gurus, wer sind da die Top-Athleten, wer sind da die Trainer? Und dann würde ich mich zu denen hinbegeben. Das machen die auch, aber die sagen ihnen dann die Wahrheit und dann haben sie da keinen Natürlich. Bock mehr drauf, weil sie nicht Richtig. Hart arbeiten wollen. Und deswegen rennen sie dann in die Studios, kloppen sich Gewichte drauf, machen noch anderen Scheiß, ballern sich die Ohren voll und dann holen sie sich noch so ein AMG und dann flexen sie rum. Und dann kommen solche Dokus raus, wo es dann plötzlich heißt, ja, ist falsches Trainieren gefährlich. Ich kann mich auch in einen Rennwagen setzen und mit 200 auf eine Kurve zufahren. Das ist auch gefährlich. Ist einfach eine falsche Bedienung. Ein bisschen. Ist eine falsche Angehensweise. Jetzt geht's weiter, ich reg mich auf. Das Ding ist, es gibt in Deutschland nur wenig Zahlen darüber, wie groß das Problem mit dem falschen Training überhaupt ist. Wir kommen hier nicht weiter. Natürlich gibt es keine Zahl drüber. Was soll denn das geben? Raul steht da irgend so ein Gesandter des falschen Trainings in irgendeinem Gym und guckt dann, okay, falsch. Falsch. Ja. Du, was will er uns sagen? Ich reg mich auf, sonst denken ja die Leute, dass ich nicht mal so der ruhige Dennis bin. Unter diesem Video ein paar interessante Artikel und Studien verlinkt, die wir uns angeschaut haben. Wir können euch keine Studie zeigen, die aktuell ist, die sich genau mit dem Zusammenhang zwischen falschem Training und Verletzungen befasst. Vor allem keine, die repräsentativ ist. Aber wenn es doch keine aktuellen Studien gibt... Und die nicht repräsentativ sind. Ja. Ich würde mich jetzt fragen, Raoul, Martin, wenn ich jetzt eine 180 Kilo Kugel schulter, ob dann der falsch trainierende Beauftragte, ob ich einen Strich auf seiner Liste bin? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit wird er sagen, oh, du hast einen runden Rücken gehabt, das darf auf gar keinen Fall sein. Ne? Und wenn ein olympischer Gewichtheber snatcht oder das Reißen macht und knallt da unten rein und macht die Hantel oben fest und steht, kriegt er auch einen Strich? Wahrscheinlich. Ich sehe schon hier, das ist mit mehr... Es ist so nichts. Ja, vor allem. Es hat keinen Bestandteil. Es ist so kernlos. Ja, ich sag mal, normalerweise hätte uns jetzt 5 Statistiken um die Ohren hauen müssen, wo
eine gewisse Evidenz ist, wo drin steht. Niemand macht doch solche Statistiken. Ja, wie denn auch? Weil was ist denn richtig, was ist falsch? Waren wir ja vorhin schon. Jeder Körper ist anders, jeder hat andere Hebelverhältnisse. MedizinerInnen, mit denen wir darüber gesprochen haben, sagen uns, und jedes Mal, wenn dieses gegendert wird, habe ich immer das Gefühl, dass der Ton so hakt. Oder, Raoul? Wenn man dieses JournalistInnen, dass so der Ton hakt, habe ich, wenn ich das auch so in den Nachrichten höre oder Radio, ne, dass so kurz der Ton hakt. Ja. Dass bisher wenig zu diesem Thema geforscht wurde. Mhm. Ich frage zu jemandem, der weiß, wie schlimm man sich den Körper ruinieren kann. Ich gebe Ihnen das Wort. Sehr gut. Oh, Sie wissen schon, wie das geht. Dr. Riepenhoff, Chefarztzentrum für Rehabilitationsmedizin in Hamburg. Weißt du, warum das Wappen vom AC Rom diesen Wolf hat mit den Zitzen drunter? Ja, Romulus und Remus. Oh, Martin. Der Wolf. Ja, klassische Bildung zahlt sich manchmal aus. Ja, ne? Wir können doch mal googeln, Romulus und Remus. Gell? Sehr interessante Wunden vom Wolf, also nicht, vom Wolf großgezogen. Richtig. Und so. Ja. Das nicht nur heben muss, auch lesen muss. Ne? Genau. Und die beiden haben ja dann Rom gegründet. Ne? Auf den sieben Hügeln. Auf den sieben Hügeln. Geil. Er kümmert sich um die Sportelite. Rennfahrer Max Verstappen und Abwehrspieler Antonio Rüdiger sind zum Beispiel seine Patienten. Er betreut aber auch normale HobbysportlerInnen. Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Und er zeigt uns, woher bei seinen PatientInnen die häufigsten Verletzungen kommen. Zum Beispiel von der Beinpresse. Genau, und dann schön die Knie durchdrücken. Oh, kennst du die Videos, wenn die Knie so unten durchgehen? Ja, ich habe gerade drauf gewartet. Mann, Junge. Dann sieht jetzt hier, dass sein Bein ganz schön in der Achse ist, in der geraden Achse ist. Der Fehler, der passiert gerade, wenn man zu hohe Gewichte wählt, man kommt ins X-Bein. Das heißt, das Bein geht nach da hinweg und man drückt es weg. Und das ist ein klassischer Belastung. Ich sag immer zu den Leuten, du darfst nie die bepisste Jungfer machen. Weißt? Geht ab einem gewissen Oberschenkelumfang halt nicht mehr. Natürlich nicht. Wenn jemand einen 90er Schenkel hat, zum Beispiel. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Das unterschreibe ich, ja. So Schaden, der entsteht. Und so sieht die Verletzung aus. So, und hier bei ihr war es so, das ist eine Frau, die hat immer dieses X-Bein gemacht. Und jetzt sieht man hier schön am Knie das Weiße, das Flüssigkeit, die da nicht hingeht. Das okay, wir fassen zusammen. Wir sind jetzt von einem Fastbandscheibenvorfall auf eine Knieverletzung gekommen. Und? Von einer Dame, die immer im X-Bein läuft. Was auch natürlich gewisse angeborene Sache sein kann. Oder halt falsches Schuhwerk, ein Plattfuß oder sonstiges. Ne? Weil wer einen Plattfuß nach innen hat, der kommt ja auch gern ins X-Bein rein. Richtig. So ein Lauren Chalet hat ja auch X-Beine. Ne? Da wird ein bisschen das Innenband sehr strapaziert. Ich selber zum Beispiel auch. So. Dann immer und ist es schlimmer geworden durch Krafttraining? Nein, ich muss halt beim Squatten immer den Kopf einschalten und immer, wenn die Belastung kommt, dran denken, die Knie nach außen zu drücken beim Hochgehen. Keine Probleme. Das tut weh, das ist eine Entzündung. Druck und Verletzungen, ähnlich wie meine damals, gibt es natürlich auch oft. Man sieht eben diese Wirbelkörper, ja, die sollten eigentlich so eckig sein. Und der hat diese Einbuchtung hier und so weiter. Und das liegt daran, dass der halt mit ganz, ganz frühen Jahren schon eigentlich mit viel zu viel Gewicht trainiert hat. Auch bei dieser Übung, Bandrücken, kann man sehr viel falsch machen. Ich weiß, was jetzt kommt. Mit der Schulter, wie auch mit dem Rücken. Reg ich mich auf? Du regst dich auf. Viele PatientInnen, die unter den Folgen... Guck mal, der führt das Bankdrücken vor und macht selber falsch. Das habe ich jetzt hier auch nicht verstanden. Will er da zeigen, wie es richtig geht? Weil wenn du so Bank drückst, hast du in 2 Jahren deine Rotatorenmanschette vollkommen zerstört. Ne? Oder, keine Ahnung. Egal. Weiter. Gleich kommt. Ja! Das ist die Lea, oder? Yep. Mit der perfektesten Brücke, die man sich vorstellen kann. Jetzt will ich wissen, was er sagt. Habe solche krassen Beispiele oft gesehen. Also soll das jetzt ein Beispiel sein für krasses Falschmachen? Jetzt ist die Frage, in welchem Standard-Gym hast du jemals eine Frau oder auch einen Mann gesehen, die so eine extrem geile, perfekte Wettkampfbrücke hinkriegt? Jetzt sei mal dahingestellt,
ist es gut oder schlecht, die Brücke zu machen? Da gibt es ja auch in der IPF und so mittlerweile Leute, die sagen, wir sollen das auch ganz flach machen, aber es ist erlaubt, sie macht es gut und sie macht es richtig, ne? Wenn man das lernt, wie es geht. Das ist das Gleiche, wie wenn so einer vom Seifenkistenrennen Michael Schumacher kritisiert. Richtig. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder, der uns zuschaut, weiß, wer es ist. Erklär es kurz, wer die Lea ist. Ja, die Lea Schreiner ist mehrere deutsche Meisterin im Powerlifting. War auch schon im Eisendschungel bei uns mit dabei. Der auch, Kran, ne? Wird sie der genannt. Kran, auch so beim Kreuzheben und alles. Das ist Top-Athletin. Die Brücke ist super und ist nicht gefährlich, wenn man sie lernt. Viele Dinge auf diesem Planeten sind nicht gefährlich, wenn man es lernt. Ja, und gerade Bankdrücken ist ja eine Übung, die keine Gefahr für die Wirbelsäule bietet, sondern eher bei falscher Ausführung für die Schultergelenke. Wenn du die Schulter Richtig. Nicht auf der Bank stabilisierst, Richtig. Die meisten, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich bin gerade ein bisschen, ich drücke jetzt mal weiter. Drück weiter. Was sagt eigentlich die Fitnessbranche denn? Jetzt geht er noch auf die FIBO. Für das Problem? Ich bin beim Fitnessgipfel in Köln. Raul, hat er mit mir gequatscht? Mega. Die Messe FIBO. Bruno und ich sind hier unterwegs. Oh, ha! Geh mal in den Cage jetzt rein. Ich glaube, ich habe meinen fleischigen. Mein Hinterkopf gesehen. Uberman. Hallo. Oh mein Gott. Foster. You're doing great. Und viel essen und trinken ausprobieren. Hm. Süß ist kaputt. Ist das eine Satire? Mir kam jetzt als erstes der Gedanke, das erste, was er getrunken hat, sah aus wie eine Urinprobe. Raul, ist es so ein bisschen eine Satire? Wollen die das so ein bisschen aufs Korn nehmen? Ich denke schon, es ist ernst gemeint. Ne? Der, wie er auch so sagt, und trinken und probieren, oh, das schmeckt süß. Das wirkt so einstudiert. Ein bisschen, ja. Gut, deswegen, klar, ich denke an dich. Gut, ne? Schnaps. Das ist Ralf Möller, Fitnessguru der ersten Stunde. Bis heute in allen Talkshows gefeiert. Meine Damen und Herren, Ralf Möller. Hier ist Ralf Möller! In vielen Ecken. Der verfolgt mich. Der Ralf Möller. Er war auf der FIBO, ich habe mit ihm ein bisschen gequatscht und habe ihn beglückwünscht zu meiner Nachfolge bei Hans Schäfer Workwear. Ach ja. Ja. Er ist jetzt das Modegesicht von Ist es ein offizieller YouTube-Channel? Sieht so aus. 309 Abonnenten? Das kann ja nicht sein. Da stimmt irgendwas nicht. Raul, kannst du es bitte mal checken? Ja, okay, dann lass. Die Leute sollen es checken, in die Kommentare schreiben. Ich mach weiter, es ist warm. In welchen Filmen gab er den unbesiegbaren Superhelden? Sogar in einem meiner Lieblingsfilme. Hier sind wir fertig. Hallo, Zuleima, ich grüße Sie. Hallo, Imola, ich grüße Sie. Zuleima vom MDR. Steuerung F. Steuerung F. Kennen Sie das? Steuerung F? Steuerung F. Mach nochmal Stopp. Steuerung F. Ehemaliger Bodybuilder. Ist jetzt auch wieder so, um wieder das Beispiel Michael Schumacher zu bemühen, als wenn du sagst, Michael Schumacher, ehemaliger Autofahrer. Ne? Vielleicht hätte man ja erklären sollen, Amateur-Weltmeister 1988 oder 89. Ich sag ja, es ist irgendwie so flach recherchiert. Ja, ja. Es ist ja, so, ja. Wir haben ein Thema, okay, was machen wir? Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen, die wollen Klicks machen. Die hauen einfach ein Thema raus, falsch trainieren. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele junge Leute, wenn die das sehen in ihrem Algorithmus auf YouTube, klicken die, oh Gott, was, ich kann mich verletzen. Oh nein, ich gucke mir das an. Und dann ist dieses leichte Berieseln, keine Fakten,
wir gehen nicht ins Detail, auch ja, Rücken kaputt, Beine kaputt, Knie kaputt. Weißt, es springt so ins nächste Thema rein, es ist sehr oberflächlich und ich weiß immer noch nicht, wie die Aussage des Videos ist. Was will er mir? Was will uns dieser Mensch damit sagen? Ich weiß es auch noch nicht. Okay. Sie sind riesig, Herr Müller. Jetzt können Sie mal sehen, ja, wie das wirkliche Verhältnis ist. Er war schon gut dabei. Wie sieht er das Problem? In ein Studio zu gehen, ohne dass man weiß, was man tut, ist sogar gefährlich. Man kann sich Muskelrisse holen, man kann sich Verletzungen herbeiholen. Das stimmt. Das stimmt. Wenn man trainiert wie ein Spast. Ja. Das stimmt. Und ich habe schon einiges gesehen, aber das liegt ja immer noch an der Person selber. Stellt's das Handy auf, filmt's euch und wenn's nicht genauso aussieht wie bei jemandem anderen, wenn ihr da so eine Banane macht beim Wegheben oder die Knie nach innen, wie der Herr vorhin gesagt hat oder sonst was, dann müsst ihr euch sagen, diese Selbstreflexion fehlt mir. Wollen die Leute jetzt so darstellen, dass sie in ein Studio kommen und sagen, hallo, ich bin der Simon, ich möchte jetzt Kreuzheben machen und dann sagt er, naja, mach mal. Dann geht der hin und hebt die Stange hoch wie so ein Krüppel und dann sagt er, ist das richtig? Und dann sagt der Trainer, ja, passt. Ja. Dass dieser Simon sich nicht selber fragt, ja, aber warte mal, das sieht doch komplett... Das kann ja die nicht. Schreiben den Menschen gar keine eigene Zurechnungsfähigkeit ihrer eigenen Bewegung zu. Ja, das die Leute, die sind doch 16, 17, 18 Jahre, die in den Gym gehen, die müssen doch selber so gewitzt sein und aufgeweckt sein, dass es so nicht richtig aussieht. Wir hatten früher kein Internet. Natürlich da haben wir ein bisschen geguckt, okay, wie hebt der? Okay, ich sehe nur ein Bild, okay, der hat den Rücken... Ne? Bei mir war das schon ein bisschen ja, mit ja, Internet. Ja, ja. Aber früher noch extremer. So, ja. Man hat dann irgendwas im Fernsehen gesehen, olympische Gewichte. Hey, die heben so gerade, also kannst du nicht mit dem Buckel heben. Aber diese Doku spricht ja förmlich raus, ihr seid alle zu dumm zum Trainieren. Und heute gäbe es ja die Unmengen an Informationen im Netz, die man vor 20, 30 Jahren nicht hatte. Wenn ich das denke, ist ja, oder? Raul, das ist ja, wir machen Videos und ich erkläre und mache und tue. Das ist wie, als würde man einen Samen auf eine verbrannte Erde schmeißen. Auch aber das ein oder andere Pflänzchen geht auf. Ja, und da bin ich stolz drauf, da, so wie du, dass du jetzt da sitzt und stärker bist wie vor 2, 3 Jahren. Aber das ist der falsche Ansatz. Die drücken die Menschen noch weiter runter, anstatt ihnen zu sagen, hey, so und so. Ich glaube, ich habe jetzt den Sinn dieser Doku entdeckt. Na, mal gucken mal weiter, was noch. Also man sollte schon mit jemandem trainieren oder trainieren haben mit jemandem, dass wenn man in ein Studio geht und alleine auf sich angewiesen ist, dass man da also trainiert, dass einem nichts passiert. Nicht alleine trainieren ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Aber geht das immer? Das ist Janine, Fitnesstrainerin seit 10 Jahren und Influencerin. Für sie liegt das Problem vor allem bei den Billig-Fitnessstudios. Gerade bei den großen Ketten ist es nicht so. Da läuft eigentlich nie ein Trainer rum, der schaut und korrigiert und schaut, ob die Leute wirklich die Übung richtig ausführen. Junge Menschen, die... Ja, gut, das kann ich bestätigen. Hab ja auch Erfahrung mit einer großen Kette. Aber wo hat sie gerade trainiert? An diesem grauen Gerät, das in der größten Kette Europas verwendet wird, ne? Fitfix oder wie sie halt heißen. Ja, wir müssen da ja da keinen Bastel oder was. Fit, frag nicht, hast Leute, du nicht gesehen. Leute, an euch da draußen, wenn ihr irgendwo hingeht und 19,99 oder 24,99 oder sogar weniger bezahlt, was erwartet ihr? Was erwartet ihr, in so eine Riesenbude zu gehen und dass da ein Trainer kommt und sagt, na, das machst du aber falsch, das musst du lieber so und so. Dass sich dieses, wie man richtig Kreuzheben, wie man richtig trainiert, das kann man auch nicht so beim Vorbeigehen machen. Da muss man sich um den Menschen kümmern. Über Wochen, Monate. Da reicht auch nicht nur ein Training. Da muss der das nächste Mal wieder drüber gucken und nochmal drüber gucken. Und selbst Leute müssen über mich drüber gucken. Selbst eine Lea Schreiner lässt über sich drüber gucken. Man hat immer Leute um sich rum, die einen helfen. Selbst Pros brauchen noch Coaches, die sagen, ah, jetzt kommt deine Hüfte ein bisschen zu spät, arbeite an deiner Hüfte. Ja. Also, wenn wir Rat suchen und dafür bezahlen, warum sollt dann ihr für 19,99 im Monat
einen Coach haben. Ja, schwer nachzuvollziehen. Ne? Da muss man doch sich's Köppi anstrengen und sagen, horch, lass mich irgendwo coachen, lass mir das zeigen oder sonst wo. Ich bin ja schon am Romantisieren, dass ich Trainer ausbilde. Dass Leute, da in der Pension Victoria da bei mir da am Gym am Eck, ne? Wäre eine coole Sache. So, übers Wochenende kommen die Leute rein mit ihren IHK-Scheinen und was weiß ich, welchen Zertifikaten und Diplomaten und was sie da alles, Diplome haben und sonst was. Und dann gibt es ein Wochenende Crashkurs mit Videoaufzeichnung, das könnt ihr euch daheim dann wieder angucken. Und dann gibt es eine Urkunde und dann könnt ihr den Menschen da draußen mal zeigen, wie das richtig geht. Aber ihr Lieben da draußen, die in ein Fitnessstudio gehen, bekommt eure Ärsche hoch und kümmert euch selber um eure Technik. Es wird niemand anderes tun für 19,99 im Monat. Macht niemand. Ja, nein. Macht niemand. Kann ich bestätigen. Und der Bu, was da jetzt die Doku macht, ne, war wahrscheinlich so jemand, der ins Studio gegangen ist, hat trainiert. Ja, wenn niemand was sagt, dann werde ich das ja wohl richtig machen. Und dann sieht, ja, man nach 5 Jahren so aus. Wahrscheinlich. Jetzt neu anfangen. Wie viel Prozent würdest du sagen, machen falsch? Da würde ich sagen, es gibt bestimmt mindestens mal 60%, die Übungen falsch ausführen. In vielen Studios, wo kein Trainer ist, auch auf der Fläche, also in vielen Discounter-Studios, trainieren leider Gottes viele junge Menschen falsch. Wie viel Prozent würdest du sagen, gerade übers Gerät geflogen? Das war komisch, ja. Also mindestens die Hälfte. 50% ist übrigens der niedrigste Prozentsatz, der mir in meiner Recherche auf die Frage genannt wurde. Der hat doch noch nicht sowas gemacht. Der macht es hier oben. Ich auch gerade sagen. Die Schultern unten und nach unten ziehen. Hä? Wie viel trainieren falsch? Aber in einem sind sich viele einig. Neben schlechten Vorbildern auf YouTube oder TikTok gibt es vor allem ein Problem. Die Fitness-Discounter. Und das hier sind die Schlechte Vorbilder auf YouTube und TikTok und alles. Haben wir gerade eben schon gehabt. Es gibt viele Scharlatane, die jetzt da sagen, hier und da. Ne? Ist ja auch in der Medienwelt allgemein, nicht nur im Sport so. Ich habe das Gefühl, man muss die Leute darin ausbilden, einen guten Filter zu entwickeln. Richtig. Jemanden zuhören, der wirklich an der Front gedient hat, der wirklich jahrelang auf einem Wettkampf Eisen gestemmt hat. Der hat Ahnung. Und nicht zu einem gehen, der einfach nur hübsch aussieht und ein IHK-Zertifikat hat. Richtig. So. Das ist das Problem, dass die Optik da auch ein bisschen im Vordergrund steht. So, ne? Du gehst in das Studio, das schön bunt ist, das cool ist so aussieht. Das ist so eine Fake-Welt, das ist unfassbar. Ja. Mitgliederzahlen der 5 größten Fitness-Discounter. Bei allen kann man für kleines Geld trainieren. Doch wie gut wird man betreut? Man wird nicht betreut. Ja, wie gut ist eine ganz blöde Frage. Du wirst halt nicht betreut. Du gehst rein, dann musst du noch auf dein Handy und dein Portemonnaie aufpassen, wenn du das einschließt, weil sowieso jeder, ich kenne es noch von Koblenz und von Wiesbaden, da hat der Trainer schon gesagt beim Reinkommen, Portemonnaie und Handy lässt du besser im Auto, hier die Fächer werden eh aufgebrochen. Ja. Zack, 2 Stunden später waren 3 Fächer aufgebrochen. Ja. Gut, das nur am Rande, aber... ja, das ist wie... Das ist doch absolut realitätsfremd. Irgendwo ein Monat lang, 24/7, alle Geräte benutzen zu dürfen, Laufbänder. Ich könnte das Geld verduschen. Natürlich. Ich könnte das Geld an der Spülung. Ich gehe rein und drücke nur die Spülung, dann haue ich diese Kohle weg. Ich stelle mir das gerade vor. Dann, Raul, lach nicht. Dann 1999, dann kannst du die Geräte benutzen, du kannst was kaputt machen, du kannst alles Mögliche, wahrscheinlich laufen noch Fernseher, du kannst Filme gucken und sonst was. Und dann will man noch einen Trainer? Tja, das ist wie mit, wenn du Hackfleisch für 1,99 kaufst, wunderst du dich, dass es den Tieren nicht gut geht, das ist dasselbe Thema. Ne? Und sich danach hinstellen und sagen... Ja, ich bin jetzt kaputt, weil da kein Trainer war. Ich habe doch 1999. Alter, der gehört sich aus dem Leben geklatscht, sowas. Ja, oder? Das ist so, ne? Oh je.
Bei einer großen Kette habe ich selbst lange trainiert. Ich dachte, die haben immer gute Angebote. Günstig, groß und beliebt. Steht da jetzt irgendwas hier mit Personal Training? Nein, da stand aber Beachbody. Da kann ich mich schon drüber aufregen. Warum trainiere ich? Damit ich am Strand geil aussehe. Nein. I'm not here to be pretty. I'm here to be the strongest guy on the fucking planet. Das wäre mein Wahlspruch. Das wird das nächste T-Shirt von uns. Sowas in der Art. Ja. Oh, cool, ja. Nein, aber das you, ist ja heute. You train to be pretty, I train to be strong. Sowas in der Art, ja. Müssen wir uns da was überlegen. Hinten drauf kommt dann Spülemund. 4 Wochen Abnehmpaket. So. Da müsste stehen jetzt 4 Wochen intensiv Kreuzhebekurs. Na? Und dann steht da hinter der 10 halt noch 2 Nullen. Ja, und selbst das, Dennis, was ist denn einfacher? Viele Leute gucken mich auch immer an, abnehmen ist so schwer und machen und tun. Wenn du dich in ein Kaloriendefizit begibst, mal egal wie groß das ist, nimmst du ab. Wenn es 500 Kalorien sind, schneller als bei 100, aber selbst bei 100 nimmst du langsam ab. Mhm. Nur keiner hat da Bock drauf. Ne? Mhm. Dann lässt man mal abends die Schoki weg und macht mal eine Runde im Wald mehr und schon nimmst du ab. Aber das ist ja das, was keiner hören will. Du musst dir das teure Programm kaufen. Am Abend ist ja mal am McDonald's an der teuren Karre. Und guck böse. Ja, kann man ja auch machen, wenn man vorher, ne? Da habe ich damals auch das Kreuzheben, Denise, so wie hier, falsch trainiert. Ohne zu wissen, dass diese Übung meine Gesundheit schaden kann. Ja gut. Jetzt ist die Frage, macht er das jetzt für diese Doku absichtlich? Da hat falsch? Er ja gesagt, da habe ich falsch trainiert, so wie hier. Also er merkt schon, dass das, was er da aufgenommen hat, Bullshit ist. Okay. Es gab damals genau wie heute kein Personal, dass mich bei der Übung korrigiert hätte. Man sieht das wirklich, ist niemand da. Ja. Ja, ist es so, ich mache was falsch? Okay, mich sieht keiner, mach dann falsch weiter, anstatt mal aktiv auf jemanden zugehen, sage ich, ey, zum Beispiel, guck mal bitte drüber. Und selbst wenn der dann als Personal sagt, nein, mache ich nicht, dann würde ich meinen Schlüssel hinlegen und sagen, ich verlasse dieses Studio. Ja. Ich gehe in ein anderes, wo mir das gezeigt wird. Dann gehe ich in zum Olympischen Gewicht, in irgendeinen Verein, in irgendeinen Powerlift-Verein oder in irgendein anständiges Studio. Aber guck nicht rum und sag, ach ja, da ist ja niemand da und jetzt mache ich einfach weiter. Das ist so eine naive Art und auch so passiv-aggressiv der Sache gegenüber, obwohl es um seinen eigenen Körper geht. Er müsste ja eigentlich komplettes Herzblut da reinlegen. Ist jetzt die Frage. Nein, er müsste einfach logisch denken. Ja. Er muss sich einfach sagen, okay, wenn ist es niemand da, dann gehe ich hin und frage aktiv. Und ich glaube nicht in einem Fitnessstudio, dass ein Trainer sagt, nö, habe ich jetzt keine Zeit, mache ich nicht. So, und dann guckt sich der den, oder man sucht jemand anderes trainiert, der so ein bisschen mehr Erfahrung hat. Früher sind Leute einfach, wo ich angefangen habe, bin ich auch in einem Studio, ne, habe zu einem gesagt, Alain hieß der, Franzose, und der hat halt da ein bisschen Kniebeugen gemacht. Ich habe gesagt, kannst du mir das bitte zeigen? Und der war, oh, da will einer Kniebeugen machen. Auf, ich zeig dir das. Hat er Freude gehabt. Da hat er mir das erklärt und jedes Mal gefragt. So, aber wenn man nur sagt, ja, hier ist ja kein Personal. Ja gut, dann mache ich es weiter falsch. So. Dann gehe ich auf den Stepper. So passiv-aggressiv sich selber gegenüber seinen eigenen Progress zu verhunzen, weil man einfach nur irgendwie nicht über den Tellerrand ist. Die Filiale ist sehr groß. Vielleicht sehen Sie mich deswegen nicht. Die Filiale ist zu groß und deswegen sehen sie mich nicht. Ja, hat er irgendwie so ein Leuchtmützchen auf dem Kopf oder eine Alarmen? Er ist ein Musch, da wird er gesehen. Ne? Dazu eine kleine Filiale. Mal gucken, ob mich da jemand sieht und korrigiert. Bei diesem, das ist nur eine Etage. Und wenn ich jetzt gefährlich trainiere, dann sieht mich der Trainer oder Trainerin. Das ist jetzt eine Etage und wenn er jetzt gefährlich trainiert, sieht der Trainer das. Wenn, hier sehe ich auch niemanden. Das ist eine Satire. Ich befürchte, nein. Das ist eine Satire. Befürchte wirklich. Das ist, ey, in 2-3 Wochen kommt da so ein Ding raus. Ey, guck mal, wir haben die ganze Kraftsportszene verarscht. Wie viele? Das ist ein Projekt von irgendeiner Uni,
Wie viele Reaktionsvideos kommen auf ein Video, was absolut einfach nur... Ich habe mir das auch schon gedacht. Ich meine, das ist eine Satire. Er muss ja wissen, dass in der Kraftsportwelt, also wenn ich gestern die Klickrate von dem Video gesehen habe, gestern Abend, das war ja auch in den Trends von YouTube vorgeschlagen, dass er damit halt auch einen Stein ins Wasser wirft, wo viel aufgewühlt wird. Ich weiß gar nicht, ob er sich da ja, bewusst ist, was er. Ja, und dann kommt jetzt irgendeine Universität und sagt, ey, wenn das über so ein Thema ist, guck mal, das ist eine Studie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das seriös ist. Und wenn ich auffällig, sehr ungesund und gefährlich trainiere, an diesem Tag kam keiner, um mir Bescheid zu sagen, was ich falsch mache. Nur Zufall? Wir wollten wissen, wie das die TrainerInnen selbst sehen, ob sie genug Zeit für Betreuung haben. Lange haben wir jemanden gesucht, der offen spricht. Wir haben Umid gefunden. Jetzt ist er Personaltrainer. Er hat aber mal bei einem großen Discounter angefangen, als er ein Jugendlicher war. Ein Jugendlicher, so. Ah, das ist Olympic in Hamburg. Ah. Kultstudio. Finde ich sehr, sehr cool, diese alten Gewichte. Ja. Also Olympic in Hamburg schön. Ist eins von den Kult-Bodybuilding-Studios in Deutschland. Ist auch Heiko Kalbach und die Kerle sind da. Ich war mal beim Rühl in Kalbenbach. Richtig geil. In dem Keller, wo nur Beingeräte sind und so. Richtig schönes Gym. So muss eine Hantel aussehen. Ja? Ein Punkt möchte ich ansprechen. Dieses Coaching und dieses Trainieren, das ist nicht so eine Sache von, da kommt mal eben ein Trainer und erklärt dir das mal kurz. Wenn du so ein Autodidakt bist und ich erkläre dir das und du machst sofort alles richtig, aber das ist ja nicht jeder Mensch. Man kann nicht davon ausgehen, dass man in ein Fitnessstudio geht, 19 Euro, ich sag's jetzt nochmal, 19 Euro im Monat zahlt, dann kommt ein Trainer vorbei wie so ein Gott und macht so, bing! Und du kannst es jetzt plötzlich. Das ist eine Ausbildung von Jahren, dass die Bewegung sitzt. Deswegen, wenn ihr das richtig machen wollt, sucht euch Leute, die Erfahrung haben, geht hin, ja, und bezahlt Geld, denn das Geld investiert ihr in euch. Richtig. Und. Ich verstehe das. Ich habe früher, wo ich angefangen habe, ich habe nie so gedacht. Ach, wenn jetzt keiner kommt, der mir sagt, wie ich zum Strongman werde, dann werde ich halt kein Strongman. Also ich muss mich doch selbst drum bemühen. Ja, natürlich. Ich muss doch eine gewisse Eigeninitiative haben und nicht einfach... Angefangen habe, das sind mindestens 10 Jahre her. Also ich wurde damals, als ich noch 17 war, tatsächlich selbst angesprochen, ob ich bei denen als Trainer arbeiten will. Da warst du aber kein Trainer. Da war ich noch kein Trainer, tatsächlich nicht. Aber da habe ich ganz offiziell angefangen zu arbeiten. Würdest du sagen, dass du damals wirklich als Trainer arbeiten konntest? Ehrlich? Nein. Okay. Ich konnte nur zum Beispiel dir sagen, hier Brustpresse ist eine Brustübung. Mehr dazu konnte ich damals wissen. Immerhin, ne? Das. weil, ne? Hübscher Kerl, gut gebaut, wahrscheinlich früher war er noch nicht so kräftig, aber Figürle. So, das heißt, ich habe eine Story, früher wollte ich auch mal in so McFit einen Kurs geben, da habe ich gerade angefangen mit Strongman und so. Und da hat mir der so ein bisschen so durch Tür und Angel gesagt, so, ja, du passt aber nicht so rein, weil ein bisschen Bauch, ein bisschen Specki, hier und da. Und dann sage ich, ja, die Fitnesstrainer, es geht bei diesen Ketten, geht es ganz viel darum, wie sieht der Trainer aus? Es ist wieder Scheinwelt. Wenn der Trainer einigermaßen aussieht, so einen schönen Delta-Muskel oben, ein bisschen Bizeps, ein bisschen Adern drauf, dann ist das Trainer. Halt. Trainer. Aber wenn man sagst, hier, ey, du da mit deinen Zahnstocherstelzen, komm mal her, zeig mir mal, wie das und das geht. Lass es. Kein Kreuzheben, keine Kniebeugen, da geht alles kaputt. Und so sind wir bei diesen großen Ketten. Und wenn es ihnen jemand sieht, ich habe schon überlegt, solche Ketten aus, diese Trainer, die bei Ketten arbeiten, wenn man die ausbildet, dann können die das Wissen weitergeben und es ist wie so ein Multiplikator. Und dann trainieren die Leute richtig. Aber man muss. Kriege ich es an den Nerven. Wusstest du, wenn man falsch trainiert hat? Also. Teilweise. So weit war ich damals noch nicht. Ja, das war lange her. Aber wie sieht es heute in großen Ketten aus?
in einer Filiale, wo jetzt gerade im Moment, in dem Moment jetzt 100 Leute jetzt drinnen trainieren und du bist nur mit deinem Arbeitskollege alleine, zu zweit als Trainer und musst noch Tresen machen, dann musst du noch auf die Sauberkeit ein bisschen zum Beispiel auch auf der WC noch achten und da musst du auch noch neue Kunden empfangen und so weiter. Da kommt einfach nicht mehr dazu, dass diese Leute schaffen, Leute zu korrigieren. Jetzt geht's wieder hoch. Eine seiner Kundinnen hat lange bei Discountern ohne Betreuung trainiert. Mary. Wir haben natürlich viele Übungen gemacht, die ich in meinem jungen Alter hätte gar nicht machen dürfen. Welche Übung ist altersspezifisch? Wo steht auf der Handel? Erst ab 18, erst ab 15. Es geht ja nicht um die Übung, es geht vielleicht ums Gewicht. Ne? Dass du einen 13-Jährigen nicht direkt mit 150 Kilo Kreuzheben machen lassen solltest, ist ja klar. Aber warum darf er die Bewegung nicht machen? Och, wenn wir jetzt, Raoul, wenn wir jetzt irgendwie die Technik hätten, würde ich einfach mal gern so chinesisches Gewichthebertraining aus dem Internat von den 8-Jährigen mal einfach so zeigen. Mit dem Besenstiel, aber Technik, ne? Und ja, da ist auch, ja. Da geht es ab. So, dass diese Dame einfach, ich hätte diese Übung nicht machen müssen, weil ich zu jung war. Und jetzt, wenn die Doku ein bisschen handfest wäre, müsste sie sagen, ich habe diese Übung gemacht, durch diese Übung ist das und das und das passiert. Und dann müsste sie das auch belegen. Und nicht einfach nur rausquatschen. Das ist ja ihre Vermutung, die gar nicht belegt ist. Na, logisch. Ne? Und gerade in der heutigen Welt, wo die Leute so beeinflusst werden und selber nicht mal reflektieren und über Infos nachdenken, ist das, was da gesagt wird, desaströs. Jupp, bin ich bei dir. Ja, und viele Ausführungen waren nicht richtig. In dem Alter habe ich das noch nicht so gespürt gehabt. Je älter ich dann wurde, desto mehr habe ich dann hier Schmerzen gehabt und da Schmerzen gehabt. Und dann ist ach so, eine Übung wird gemacht. Solange sie nicht schmerzt, ist sie gut. Und jetzt im Alter merkt sie es, wenn sie es falsch macht, es schmerzt, dann macht sie es anders. Interessant. Warum hat sie es dann nicht vorher das ist schon wie, wenn ich sage, ich nehme mit dem Auto die Kurve, aber ich habe sie ja letztens mit 100 genommen, bin gegen die Wand gefahren. Habe ich sie mit 80 genommen, bin immer noch gegen die Wand gefahren. Also so mit 60, 50 habe ich die Kurve gekriegt. Sag mal! Ja. Raulachen, das sind erwachsene Leute, das ist zum Heulen. Ich laufe die Kameras noch. Gut. Im Nachhinein, woran das lag und wovon das gekommen ist. Und was ist dann passiert? Ja, ich hatte ohne Ende Rückenprobleme, was ich heute immer noch habe. Ja, Bandscheibe habe ich. Ich habe kaputtes Knie. Ich kann viele Sachen nicht mehr so trainieren wie halt. Was hat die früher gemacht? War die bei uns? War die irgendwo? Was hat die gemacht? War die auf so einem Alaska-Seekutter und hat da die ganze Zeit die Körbe stemmen müssen oder was? Ja. Ich bin jetzt kaputt, das Knie ist kaputt, das ist kaputt, alles kaputt, weil sie früher was falsch gemacht hat. Sie konnte wahrscheinlich mit den Fingernägeln die Haltende richtig festhalten. Ne? Dann hat sie. Die Idee ist gut, ja, das sind halt die Konsequenzen gewesen. Ich war jahrelang unter ärztlicher Behandlung. Ja, ich war unter Spitzentherapie fast 5 Jahre lang. Und ist das wegen falsch trainieren? Ja, das ist wegen falsch trainieren. Hat die Ärzte auch das gesagt? Ja, ganz genau. Er sagte also, für dich ist schon mal Sport, ist Mord. Sport zu machen, auch Kraftsport und Fitnessstudio ist eigentlich eine richtig gute Sache. Kotzen. Blöd ist, dass es so gefährlich sein kann. Muss mich in einem Fitnessstudio überhaupt jemand korrigieren oder bin ich für mich selbst verantwortlich? Werfen wir einen Blick in einen Vertrag, zum Beispiel Mitgliedsvertrag. Hier steht, durch den Mitgliedsvertrag erhält das Mitglied das Recht, die von der RSG Group unter den Marken McFit und High Five betrieben Studios während der jeweiligen Öffnungszeiten zu nutzen. In Deutschland darf grundsätzlich jeder ein Studio öffnen, man braucht dafür keine Lizenz. Und ein Studio ist nicht dazu verpflichtet, TrainerInnen zu stellen, es werden laut Vertrag nur die Geräte vermietet. Doch selbst wenn es TrainerInnen in den Studios gibt, da hat er nicht Unrecht, ne? Unbedingt, wie gut ausgebildet die wirklich sind. Er hat einen Vertrag vorgelesen. Ja. Wann sich jemand Fitnesstrainer nennen darf und was er oder sie dafür können muss, das ist nicht geregelt. Für manche Discounter reicht zum Beispiel eine sogenannte B-Lizenz. Die kann man schon in 8 Tagen bekommen. SportexpertInnen finden. Das habe ich mir auch schon überlegt.
ob wir das dürfen, Raoul. Ich gehe die B-Lizenz machen bei der IHK und wir gehen mit der Kamera mit. Das wäre bestimmt lustig. Das wäre... Wenn ich mich da nahe hock und mit denen Quatsch. Die fragen dich dann, und haben sie schon Erfahrung? Nein, schon mal trainiert? Nein. Dann sagst du, du bist... Ich bin noch fett. Ich habe um den Bauernhof ausgeholfen, sage ich. Ja. Das wäre, glaube ich, schreibt es mal in die Kommentare, wenn das so ein Ding wäre. So. Wer sagt ja, in 8 Tagen, das ist ja schnell gemacht. Ja. Das ist nicht so geil. Mein Kollege Gunnar war in Köln, an der vielleicht wichtigsten Sportschule des Landes. Guten Tag. Ich filme schon gleich mit. Guten Tag. Und hat den Sportwissenschaftler Professor Donat getroffen. Gibt es denn in Deutschland genug qualifizierte TrainerInnen? Nein. Und warum nicht? Ja, aus meiner Sicht liegt das daran, dass das ein relativ ungeschützter Bereich ist. Es gibt wahrscheinlich auch schlechte Ernährungsberater und schlechte Homöopathen. Also immer da, wo sozusagen relativ niederschwellig ausgebildet werden kann, wo die Ausbilder niederschwellig zum Teil ausgebildet sind, wo auch zum Teil die Zulassungsbeschränkungen nicht klar sind, wo auch die Zertifikats- und Zulassungsstrukturen nicht klar sind, da muss man natürlich... Und da muss ich wieder sagen, da ist der Kunde... der das Personal Training in Anspruch nimmt, da muss der Kunde die Augen aufmachen und ja, sagen, der hat was drauf und der nicht. Der hat irgendwie einen Titel, der hat jahrelang den Sport betrieben oder sonst was. Oder hat schon Leute betreut, die erfolgreich dann geworden sind. Zum Beispiel, logisch. Ja. Und nicht einfach aufgrund von Look und Aussehen und sagen, oh, die ist aber hübsch oder der Typ kann cool rappen und jetzt hole ich mir von einem Rapper einen Trainingsplan. Zum Beispiel, was es ja gibt. Ach echt? So würde ich ja gar nicht. Oh, was Mann, ist? Don't kill my life. Ja. So, und das ist schon verrückt. Ne? Aber wenn dann die Menschen, selbst wie der Herr jetzt sagt in dem Video, es müsste besser ausgebildete Trainer geben, die Leute und die Masse rennen doch wieder zu diesen Leuten, die cool sind, die meisten Klicks haben. Natürlich. Und die einfach den besseren Lifestyle versprechen. Weil die Menschen selber nicht denken und deswegen, selbst wenn wir jetzt 1 Million Supertrainer in Deutschland hätten, dann müsstest du mit denen noch irgendwie so eine Marketing-Schulung machen und Social-Media-Auftritt. Damit weil es geht nicht mehr um die Qualität, es geht mittlerweile einfach nur noch um den Schein. Ich muss das Fragezeichen setzen, was dann auch hinten rauskommt, also wer dann am Ende unterrichtet. Aber ich möchte nicht sozusagen alle in Sittenhaft nehmen, man muss genau hingucken, die Einzelfälle bewerten, aber die Gefahr in so einem System unseriös zu arbeiten ist natürlich sehr, sehr hoch und das ist natürlich aus Verbraucherschutzgründen problematisch. Ist es überhaupt möglich für so Billiganbieter vernünftige, qualifizierte Trainer anzustellen? Nein. Trainerin? Die Frage ist, ob man das möchte. Wahrscheinlich scheint die Qualität des Trainers auf der Fläche nicht den Unterschied zu machen, was die Trainingszufriedenheit der Klienten betrifft. Denn sonst würde man das anbieten und dann würde man auch das im Preis wiedersehen. Das hat irgendwas mit Angebot und Nachfrage zu tun, offenbar. Das ist das Gleiche. Da rennen sie alle in den Primarkt, kaufen das Zeug. Ne? Wundern sich, dass das T-Shirt nach armer Wasche kaputt ist. Gell? Ja, und dann wir wollen nicht, dass die armen Leute es zusammennähen. Ja. Dann kostet das T-Shirt aber 50 Euro. Ja, nein. Und das ist das Gleiche auch. Ja. Die Leute wollen billig trainieren. Ja. Ich glaube, wir haben es. Eine Sache ist mir übrigens noch aufgefallen, Dennis. Ja. Mach nochmal kurz Stopp. Ich muss nur mal eine Lanze dafür brechen, weil ich auch Leute kenne, die Heilpraktiker sind. Er hat gesagt, ein Homöopath braucht keine Ausbildung. Das ist sogar wirklich sehr streng geregelt in Deutschland. Die Heilpraktikerprüfung zu machen, ist richtig schwer. Okay. Um eben zu verhindern, dass Scharlatan den Leuten irgendwas erzählen. Ne? Nur nochmal so. Ja. Gut, danke. Zu wollen, einfach nur ein bisschen Geräte zu haben, mit Musik im Ohr, alleine oder mit Freunden trainieren zu wollen. Ja. Aber wenn man langfristig und auch ohne Verletzungen und systematisch trainieren will, braucht es eben qualifiziertes Personal. Und man unterschätzt da wahrscheinlich seine eigenen Kapazitäten. Nur wenn man ein paar YouTube-Videos geklickt hat oder einen Kumpel kennt, der jemanden kennt, ist man nicht gleich ein professionell trainierender Athlet. Guter Mann. Auf meine Interviewanfragen hat sich nur ein Studio zurückgemeldet. Cleverfit. Beitrag für die Basismitgliedschaft 19,90 Euro im Monat.
Es ist ein eher kleines Fitnessstudio der Kette. Hallo Lana, grüß dich, Lana. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen. Gerne, gerne. Darf ich das jetzt geben? Ja, warte, ich zieh mal kurz den Schwerpunkt. Okay. Das ist die Trainerin Lana. Wir treffen uns mittags. Es ist nicht so voll. Dunkel. Wenn hier jetzt Full House ist, sage ich mal, und mich sprechen drei Leute an und einer möchte, braucht ein bisschen länger und möchte noch mehr Betreuung haben, dann kann ich natürlich nicht zeitgleich auf den nächsten. Das ist klar. Also das gibt's immer. Steht ihre rechte Schulter nicht viel höher wie die linke? Sieht jetzt so aus. Das könnte aber vielleicht auch im Kamerawinkel, oder? Steht gerade merkwürdig da, ja. Guck mal, acht mal drauf. So, sonst müssten wir ja pro Mitglied einen Mitarbeiter stellen. Das funktioniert. Guck mal. Ja. Und klar, auch jetzt siehst du es. Oder das Studio, desto mehr muss man irgendwo einsparen. Das geht ja um die breite Masse. Ne? Deswegen jetzt auch wieder, die ist viel tiefer wie die. Mitglieder haben, aber steht natürlich in keinem Verhältnis zu der Betreuung, die eigentlich gewährleistet werden müsste. Wir wollten mit allen Ketten darüber sprechen, wie sie ihre Kundinnen betreuen und vor Verletzungen durch falsches Training schützen. Zunächst mal, wir haben mit niemandem ein Interview bekommen. Wir dürfen unsere Fragen nur schriftlich stellen. Von EasyFit und BestFit haben wir keine Antwort bekommen. CleverFit schreibt uns, in den nach Standard gefüllten Studios gäbe es geschultes Personal zu allen Öffnungszeiten. Jedes Mitglied bekäme außerdem, sofern nicht anders gewünscht, eine ausführliche Einweisung durch qualifizierte Mitarbeiter. Fitix kann unsere Fragen aufgrund von Krankheit und wegen der Urlaubssaison nicht rechtzeitig beantworten. RSG, zu denen auch MCFIT gehört, schreibt, auf die Betreuung werde bei MCFIT großen Wert gelegt. Studiopersonal und Trainer stunden jederzeit zur Verfügung. Ich glaube, es bleibt nur eins. Wissen, dass Kraftsport, wenn man ihn falsch betreibt, gefährlich sein kann. Wissen, dass auf der Fläche nicht immer jemand da ist, der mit... Was in der Welt ist nicht gefährlich, wenn man es falsch macht? Nicht. Du kannst beim Essen sterben, wenn du es verkehrt machst. Verschluckst dich am hart gekochten Ei, bist du tot. Zum Beispiel, ne? Hol, helf mir. Was gibt's im Leben, das nicht gefährlich ist, wenn man es falsch macht? Tja. Sterben. Wenn man sterben falsch macht. Boah, das ist wieder. Das ist philosophisch. Da könnte ich wieder so viel drüber. Das ist philosophisch, ne? Ja. Falsch sterbe. Ja, aber. Nee, das hätten sie anders aufziehen müssen. Die hätten einfach. Sie kommen jetzt auch Richtung Schluss. Die hätten einfach. 4 Minuten. Meine Meinung ist einfach, oder wir hören es einfach. Bekommt, wenn man sich gerade den Rücken kaputt macht. Und deswegen sich trauen, Hilfe und Kontrolle einzufordern, egal in welchem Studio. Einzufordern? Tja, Hilfe einfordern. Ja gut, man hat ja den Vertrag vorhin, ne, dass es ja nicht dabei ist und so. Aber man kann sich ja an Menschen wenden und... Wenn ihr das seht oder so, oder er das sieht, oder du bist herzlich eingeladen. Fände ich auch eine coole Idee. Wir heben dann auch mal Stones. Kommt mal im Eisenbär-Gym vorbei. Und es passiert nichts. Du wirst stärker wieder gehen, wie du gekommen bist. Der Bodybuilder Ralf Möller ist inzwischen 63. Er meint, wenn du jung bist, steckst du jede Verletzung schnell weg. Du denkst, du bist unverwundbar. Aber es lohnt sich, schon früh ein bisschen mehr Geld in gutes Training zu stecken. Danke. Die Aussage am Schluss war jetzt nochmal, das war gut. Das war gut. Aber auch noch, weil das vom Ralf gehört hat. Ja, aber trotzdem, die Aussage versöhnt uns ein bisschen, würde ich sagen, Dennis. Da ist es schon, wenn das der Schluss... Ich glaube, die Doku, wenn es keine Satire ist, ich glaube, der Kern ist richtig. Die haben was Richtiges probiert, aber das ist wie so Thema verfehlt beim Aussatz. Viel geschrieben, Info gleich null, oder? Ja, so, 10%.
Ich glaube, die wollten in dieser Doku einfach das anprangern, dass das Fitnesstraining von vielen Menschen etwas kanalisiert werden muss und etwas überwacht werden muss, dass die Leute ausgebildet werden müssen und das einfach so, hallo McFit, hallo und, was da noch ist, fasst euch ein Herz, verlangt vielleicht 39,99 im Monat, stellt 2-3 Trainer ein, bietet Seminare an, bietet Kurse an. Das heißt zum Beispiel, mittwochs um 19.30 Uhr findet ein Kniebeugekurs statt, maximal 20 Personen. Ja. Die schreiben sich ein, dann kommen die, dann wird beigebracht, dann gibt es Auffrischungskurse. Vielleicht ist es so ein kleiner Appell an diese Firmen, dass sie sagen, hey, biete das an. Und vielleicht auch für junge Leute, die sowas sehen, dass sie sagen, Mensch, da sind ja so viele Leute kaputt gegangen, auch der Moderator hat seine Probleme gehabt. Jetzt gucke ich mich mal vielleicht nach einem Studio um, wo mir geholfen wird. Vielleicht war das der Ansatz von dieser Doku. Was ja sehr positiv wäre, wenn es der Ansatz ist. Ne? Also das, und nur die Umsetzung so ein bisschen... Holprig. Ne? Ja, wir müssen auch eine gewisse Lebensqualität haben. Ja. Und für diese Lebensqualität in der 40, 50, 60 und 70 ist es gut oder hellvoll, wenn man weiß, was mit seinem Körper los ist. Und dann kannst du dir auch schon mal Sachen leisten. Was denkt ihr? Das kann ich bestätigen. Sollen Fitnessstudios mehr aufpassen oder soll jeder Kunde sich mehr informieren? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch was sehen wollt, hier sind zwei Vorschläge für euch. Hier ist ein Film und da unten ist noch ein Film. Auf Wiedersehen. Irgendwo ist er ein bisschen goldig. Ja, es ist jetzt kein Unsympath, sage ich mal, ne? Ja, jetzt sind wir durch. Hi Leute, Coach Steffi und heute schauen wir uns eine kleine Dokumentation von Steuerung F an oder wie ich im Kopf immer lese. Raul, du musst es jetzt schnell fertig machen. Da kommen schon so viele Reactions, wir müssen schnell machen. Also, wir verabschieden uns, ich habe mir jetzt ein bisschen aufgeregt, ich habe Puls, ich habe Hunger, ich schwitze. Geht aber noch. Wir gehen jetzt, ja, es geht noch, der Ventilator, sorry für den Sound, für das Gebrumme. Schlaf dabei ein oder nicht, ich finde den Sound toll. Martin, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Riesige Ehre für mich, dass wir hier zusammen sowas mal gemacht haben. War toll. Oh, jetzt hast du mal falsch die Hand gegeben, das ist ja gefährlich. Ich merke da das könnte auch direkt was passieren. So, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Ideen habt, auf was ich reagieren soll, ich reagiere fast gar nicht, ich reg mich nur auf. Aber vielleicht ist es Kohlrus, regt sich auf, Part 2, Part 3, Part 5, Part 4. Ich mache mich jetzt fertig für die deutsche Meisterschaft und dann wird gerockt und danach Eisendschungel und danach geht's noch. Ja, ich habe wieder was vor mit dem Seelenbrecher, das wird toll, das verrate ich noch nicht. Da müsst ihr alle kommen. Ja. Kommt in den Dschungel, kommt nach Gera, unterstützt Dennis, fahrt hin, schreit. Das wird gut. Tschüss. Tschö und Gude.